Heute für euch Dumbledores geheimer Horcrux entdeckt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute werden wir darüber diskutieren, ob der verstorbene und hoch angesehene Albus Dumbledore jemals seinen eigenen Horcrux erschaffen hat. Für diejenigen unter euch, die mit dem Begriff möglicherweise nicht vertraut sind oder sich in dem Harry Potter-Universum nicht so gut auskennen, hier ein kurzer Überblick über Horcruxe, was genau nötig ist, um einen zu erschaffen und wo sie in der Harry Potter-Reihe auftauchen. Zunächst einmal, was ist ein Horcrux und wie wird er erschaffen? Horcruxe sind Gegenstände der dunklen Magie, die von einer Hexe oder einem Zauberer geschaffen werden, die den Wunsch haben, ewig zu leben, indem sie einen Teil ihrer Seele in einem von ihnen gewählten Gefäß unsterblich machen. Die Hexe oder der Zauberer muss zunächst absichtlich einen Teil ihrer Seele aus ihrem Körper herausreißen, indem sie einen kaltblütigen Mord begeht. Der Aspekt des kaltblütigen Mordes ist für unser heutiges Video ziemlich relevant, aber dazu komme ich gleich noch. Sobald die Seele dann gespalten ist, wenn man jemanden kaltblütig ermordet hat, legt die Hexe oder der Zauberer das Stück seiner Seele auf magische Weise in ein Gefäß seiner Wahl und macht sich dadurch quasi unsterblich. Das Gefäß eines Horcruxes kann alles Mögliche sein. Normalerweise nimmt es jedoch die Form eines leblosen Gegenstandes an. Es kann aber auch ein Lebewesen sein, wie zum Beispiel ein Tier oder eine Kreatur oder ein Mensch unter anderem. Die Erschaffung eines Horcruxes aus einem Lebewesen birgt jedoch wesentlich mehr Risiken als die Verwendung eines leblosen Objekts, da das Gefäß offensichtlich selbstständig denken und auch handeln kann, das heißt, es kann einfach weglaufen. Um die Erschaffung eines Horcruxes abzuschließen, muss die Hexe oder der Zauberer ein Ritual der dunklen Magie durchführen, das damit einhergeht, dass man seine zerrissene Seele in das gewählte Gefäß legt. Was genau dieses Ritual ist, ist nicht allgemein bekannt, da die Magie, die diese Art von dunkler Magie umgibt, von denen, die sie für eine der bösartigsten Formen halten, geheim gehalten wird. Aus diesem Grund steht es auch nicht auf dem Lehrplan der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, da viele Schüler glauben, dass es nicht mal in der verbotenen Abteilung der Schulbibliothek Material zu diesem besonderen dunklen Thema gibt. In der Welt von Harry Potter spielen Horcruxe hauptsächlich eine Rolle in Verbindung mit Lord Voldemort und seinem Streben nach Unsterblichkeit und Macht. Der Dunkle Lord ist so verzweifelt, dass er 7 Horcruxe erschuf, um seine Unsterblichkeit zu sichern und als mächtigster Zauberer zu herrschen. Ein beispielloses Unterfangen. Die Erschaffung so vieler Horcruxe ist einzigartig und zeigt, wie tief Voldemort bereit ist zu gehen, um sein Ziel zu erreichen. Die Schaffung und Pflege von Horcruxen ist ein düsteres Ritual, das nicht nur die Seele zerreißt, sondern auch die physische und geistige Gestalt des Zauberers beeinträchtigen kann, wie man es an Voldemorts unmenschlichem Erscheinungsbild sehen kann. Voldemort musste für jeden seiner Horcruxe einen kaltblütigen Mord begehen und das abscheuliche Ritual vollziehen, das so dunkel ist, dass es nicht einmal in der Hogwarts-Schule gelehrt wird. Der erste bekannte Horcrux von Voldemort ist sein Tagebuch aus seiner Zeit als Schüler in Hogwarts. Der nächste Horcrux sind wertvolle Gegenstände, die einst den Gründern von Hogwarts gehörten. Helga Hufflepuffs goldener Kelch, Rowena Ravenclaws Diadem und Salazar Slytherins Medaillon. Voldemort stiehlt auch den Erbstückring seines Onkels Marvolo Gaunt, der später den Stein der Auferstehung beherbergt, eines der 3 Heiligtümer des Todes, was man jedoch nicht weiß. Sein letzter absichtlich hergestellter Horcrux ist seine treue Schlange und Gefährtin, die Maledictus Nagini. Der 7. und ungewollte Horcrux ist Harry Potter selbst. Nun stellt sich natürlich die Frage, um die es heute geht. Hat Albus Dumbledore jemals selber einen eigenen Horcrux erschaffen, um die Unsterblichkeit zu erlangen? Dies ist eine Theorie, die wir genauer betrachten werden. Kommen wir zu Dumbledores Horcrux. Da wir wissen, dass die Erschaffung eines Horcruxes ein extrem dunkles Magieritual ist, das bisher nur von Lord Voldemort und möglicherweise Herpo dem Üblen in Verbindung gebracht wird, stellt sich die Frage, wie die Theorie entstand, dass der hoch angesehene Albus Dumbledore jemals einen Horcrux erschaffen haben könnte. Anscheinend basiert diese Theorie, die seit Jahren im Umlauf ist, auf mehreren Fantheorien. Die beiden prominentesten vertreten die Ansicht, dass Dumbledore möglicherweise in seiner Jugend einen Horcrux erschaffen hat, unterscheiden sich jedoch in der Art des Gefäßes, das er dafür verwendet haben könnte, um seine Seele zu spalten. Eine der ersten Theorien besagt, dass Dumbledore einen Horcrux aus dem Elderstab erschaffen haben könnte, einem der 3 Heiligtümer des Todes.
Die andere bekanntere Theorie besagt, dass sein Horcrux in Wirklichkeit Fox gewesen sein könnte, der Phönix von Dumbledore. Diese Theorien wurden durch die verbreitete Überzeugung der Fans gestützt, dass Dumbledore, um es vorsichtig auszudrücken, eine dunklere Seite oder zumindest eine komplexere Persönlichkeit hatte. Dies geht natürlich zurück auf seine enge Freundschaft mit Gellert Grindelwald in seiner Jugend und seine damals radikalen ideologischen Überzeugungen. Auch seine Erziehung von Harry Potter als eine Schlachtsau wird oft als Beweis für seine komplexen Motivationen angeführt. Obwohl es wahr ist, dass Dumbledore keine makellose Figur ist und durchaus menschliche Schwächen hat, ist die Vorstellung, dass er einen Horcrux erschaffen haben könnte, für mich persönlich ziemlich schwer vorstellbar. Es ist zwar möglich, dass er heimlich eine andere Hexe oder einen anderen Zauberer auf diese Weise getötet hat, aber es erscheint eher unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, wofür er letztendlich stand und gegen was er kämpfte, wie Grindelwald und Voldemort. Der einzige Fall, bei dem wir wissen, dass Albus in den Tod einer Person involviert war, war seine Schwester Ariana Dumbledore. Arianas Tod ereignete sich um das Jahr 1900, kurz nachdem Albus sein letztes Jahr in Hogwarts abgeschlossen hatte. Das Problem dabei ist, dass niemand, nicht einmal Dumbledore selbst, wusste, wer den magischen Schlag verursachte, der Ariana letztendlich tötete. Es ist sogar möglich, dass sie sich selbst umgebracht hat, denn sie war eine Obskuriantin, deren Magie unglaublich und unberechenbar und gefährlich war. Das heißt, niemand weiß, wer es war. Sie könnte es selber gewesen sein, Albus Dumbledore könnte es gewesen sein, Aberforth Dumbledore könnte es gewesen sein oder sogar Gellert Grindelwald. Selbst wenn Dumbledore für den Zauber verantwortlich war, der Ariana tötete, so geschah dies sicherlich nicht in kaltblütiger Absicht, was auch ziemlich relevant ist. Tatsächlich war Arianas Tod ein Unfall, den er bis zu seinem eigenen Tod bedauerte. Er litt unter unglaublichen Schuldgefühlen und Reue, weil er seine kranke, jüngere Schwester nicht besser geschützt hatte. Ganz zu schweigen davon, dass er niemals das Ritual der dunklen Magie durchgeführt hat, das zur Schaffung eines Horcruxes benötigt wird. Mir persönlich ist es etwas schwer vorstellbar, dass seine Reue und Schuldgefühle sein Urteilsvermögen so weit getrübt hätten, dass er ihren Körper verstümmelt oder geschändet hätte, um einen Horcrux zu erschaffen. Und dann ist da noch die Frage nach den Gegenständen, die Albus Dumbledore verdächtigte, Horcruxe zu sein natürlich. Der Elderstab und Fox der Phönix. Zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben, auf dem Höhepunkt seiner Beziehung zu Grindelwald und seiner Überzeugung, dass die beiden die drei Heiligtümer des Todes vereinen und die Muggelrasse überwältigen können, ist es unmöglich, dass er den Elderstab bereits besaß. Dumbledore hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Begegnung mit Fox. Es wird allgemein angenommen, dass er dem Vogel erst in den späten 1920er Jahren begegnete, als ein Phönix, vermutlich Fox, Credence zu Hilfe kam, der eigentlich Albus' Neffe Aurelius Dumbledore war. Es wird spekuliert, dass Fox nach diesen Ereignissen zu Dumbledores Gefährten wurde. Hinzu kommt, dass Fox' Verhalten gegenüber Dumbledore zwar sicherlich loyal war, es jedoch eine andere Art von Loyalität und andere Art und Weise als beispielsweise die von Naginis zu Voldemort war. Die Familie Dumbledore und Phönixe haben eine langjährige Beziehung. Diese seltenen und mächtigen Vögel sind dafür bekannt, dass sie jedem Dumbledore in Not zur Hilfe kommen. Albus erwähnt, dass sein Großvater von einer solchen Verbindung profitiert hat, und wir sehen dies auch, als der Phönix in Fantastische Tierwesen 2 und dann wieder in Fantastische Tierwesen 3 an Credence Seite kommt. Außerdem singt Fox nach Albus Dumbledores Tod ein Klagelied und verschwindet, um nie wieder gesehen zu werden. Wenn er einen Teil von Dumbledore in sich trug, sollte man eigentlich meinen, dass er in der Nähe geblieben wäre, um Harry zu helfen, Voldemort zu besiegen, oder nicht? Mein letzter Hinweis, warum diese Theorie nicht stichhaltig ist, ist die Tatsache, dass sie von J.K. Rowling selber zurückgewiesen wurde. Sie bezeichnete die Idee als direkt und seltsam beunruhigend. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Was denkt ihr darüber? Stimmt ihr mir zu oder haltet ihr es durchaus für möglich, dass Albus Dumbledore tatsächlich in der Lage war, seinen eigenen Horcrux zu erschaffen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.